Servus meine lieben Sportwettfreunde, heute ein sehr kurzes Video. Ich fliege ja morgen in die Türkei und ich wollte euch aber nicht vorenthalten, die Auswertung der Liste von der letzten Woche, dann natürlich meine neue Liste, ich glaube es sind da 113 Tipps dabei und natürlich die Bundesliga-Prognose, wobei ich hier einfach nur ganz kurz die Ergebnisse ja runterrattere, denn ich muss tatsächlich in ungefähr ja 30 Minuten wieder weg, denn meine Frau will natürlich, dass ich ihr dabei helfe, aufzuräumen, einzupacken, was auch immer. Wenn ich das nicht tue, dann fahren wir schon mit so einem negativen Vibe morgen in die Türkei und das will ich natürlich nicht. Gut, das ist die Auswertung der letzten Woche. Wir hatten 97 Wetten, 42 davon waren richtig. Der Yield ist 4,65%, also sehr guter Yield und ein ROI von 9,33, also 9,33 Einheiten im Plus. Wenn man jetzt alle Listen zusammenzählt, sind wir, glaube ich, hundertprozentig weiß ich es nicht, aber ich glaube mal, gestern geschaut zu haben, 57 Einheiten im Plus. Aber ich werde das alles nochmal in eine PDF packen, wahrscheinlich nach der Türkei und dann könnt ihr euch das nochmal komplett anschauen. Plus natürlich die Liste, die wir jetzt an diesem Wochenende haben werden. Gut, dann kommen wir zur Liste von dieser Woche. Also hier habt ihr auf jeden Fall 104 Einzelwetten von mir, die ich abgegeben habe und 9 Kombiwetten und ansonsten kann ich nur noch sagen, für die Neuen unter euch, ihr könnt mir natürlich gerne auf YouTube, Facebook und Instagram folgen bzw. YouTube abonnieren und die Glocke drücken, Facebook folgen und Instagram auch und dann habe ich hier noch natürlich ein Video gemacht gestern zum Thema Fanteam, wie man dort 2 VIP-Tickets inklusive Flug und Hotel für das Champions League Finale in Madrid gewinnen kann. Ist in relativ kurzer Zeit erklärt, ich glaube 3 Minuten sind das in dem Video, könnt ihr euch gerne reinziehen. Den Link findet ihr hier in der PDF, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Ansonsten einfach auf dem Kanal schauen, ihr solltet dann das Video auf jeden Fall auch sehen. Ansonsten kann ich euch noch 1xBet ans Herz legen, ist der einzige europäische Buchmacher, bei dem ich persönlich spiele. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, dass ich morgen in den Urlaub fahre, habe ich eben schon gesagt. Natürlich entfällt dann auch jegliche Prognose in der nächsten Woche. Aber ich glaube, ihr werdet mir verzeihen, dass ich mir mal so ein bisschen ja, Zeit nehme für mich und eben meine Familie. Ich glaube, hier habe ich alles gezeigt. Und jetzt bleibt uns nur noch die Bundesliga-Prognose, also das Wichtigste wahrscheinlich in diesem Video, neben den Tipps, die ich euch dann auch unten als PDF verlinkt habe in der Videobeschreibung. Und zur Bundesliga-Prognose werde ich gar nicht großartig eingehen, denn ich habe mir hier die Ergebnisse aufgeschrieben. Ihr könnt sie jetzt auch hier sehen. Ich werde sie kurz nochmal runterrattern. Also Nürnberg-Schalke 1:0 für Nürnberg, Hannover-Gladbach 3:0 für Gladbach, Leipzig-Wolfsburg 3:0 für Leipzig, Stuttgart-Leverkusen 2:1 für Leverkusen, Bremen-Freiburg 2:1 für Bremen, Dortmund-Mainz 3:1 für Dortmund, Hoffenheim-Hertha 3:1 für Hoffenheim, Düsseldorf-Bayern 3:1 für die Bayern und Eintracht-Frankfurt-Augsburg 2:1 für die Eintracht. Wie ihr sehen könnt, kein Unentschieden, ja, kann auch mal vorkommen. Die einzige Wette, die ich in der Bundesliga abgegeben habe, die man nicht in der Liste findet, ist noch Nürnberg asiatisches Handicap 0 zu einer Quote von 2,41. Bedeutet nichts anderes, wenn Nürnberg unentschieden spielt, bekommen wir das Geld zurück. Wenn Nürnberg gewinnt, gewinnen wir die Wette. Also Draw, No Bet, unentschieden, keine Wette. Je nachdem, bei welchem Buchmacher ihr spielt, heißt das auf jeden Fall anders. Gut, das wär's von mir. Ich bin jetzt auf jeden Fall weg. Morgen dann in den Urlaub. Ich bitte euch, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen zu drücken, Kanal zu abonnieren, Glocke zu drücken. In der Videobeschreibung findet ihr alles. Und jetzt noch ganz kurz, habe ich wieder mal vergessen, der Gewinner des letzten Gewinnspiels, also von der letzten Woche, steht natürlich in der Videobeschreibung. Und auch in dieser Woche wird es ein Gewinnspiel geben. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie Eintracht Frankfurt gegen Augsburg spielt. Ich persönlich glaube 2:1 und unter allen, die das Ergebnis richtig tippen, verlose ich dann eine 25 Euro Paysafe Card. Normalerweise in Kooperation mit 1xBet, aber ja, ist jetzt sehr spontan. Ich werde einfach mal wieder aus eigener Tasche diese 25 Euro spenden, wie auch immer.
zu bereitstellen. Keine Ahnung, wie man es sagt. Gut, ich bin raus. Macht es gut. Ciao, ciao. Wünscht mir viel Spaß in der Türkei. Hoffe ich doch zumindest. Und wir sehen uns dann in einer Woche und einem Tag mit meinem Comeback-Video. Ciao, ciao. Mein Name ist David Stritschek. Do svedanja.